Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Chalumeau-Lernen. In diesem Video werden wir uns den Viertelnoten und den Viertelpausen widmen. Ja, Viertelnoten, die haben einen Schlag und Viertelpausen haben ebenfalls einen Schlag. So, was brauchen wir? Wir brauchen mal wieder unser Instrument, wir brauchen uns, wir brauchen zum Beispiel einen Taktgeber, ein Metronom. Das könnt ihr euch kaufen oder runterladen, Link wie immer unten in der Beschreibung. Zusätzlich natürlich das Notenmaterial, was ich zur Verfügung stelle und... ja, zum späteren Üben könnt ihr euch noch die MP3 runterladen, die ich extra dafür noch anfertige. Okay, wir schauen uns erstmal an, was wir in der ersten Zeile sehen. Wir sollen ein C spielen und das viermal hintereinander. Also immer, wenn ein Schlag ist, einmal C. Nicht aushalten. Dann haben wir vier Schläge Pause und zwar vier Einzelschläge. Ist nicht so geläufig, dass man das so schreibt, aber da es jetzt um Viertelpausen geht, habe ich das Symbol extra so genommen, dass wirklich dann das so häufig vorkommt wie möglich. Also in dem Fall hätte man jetzt auch eine ganze Pause hinschreiben können, die kennt ihr ja bereits. Aber ich habe es extra so gemacht, dass ihr da Viertelnoten, also Viertelpausen seht. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ach so, am Ende der Zeile seht ihr noch zwei halbe Noten. Die habt ihr ja im letzten Video kennengelernt. Die haben jeweils zwei Schläge. Gut, probieren wir's. Also zuerst das C. Ich zähle wieder vier vor. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das war schon mit der ersten Zeile. Und ja, wir können eigentlich gleich weitermachen mit der zweiten, aber... da haben wir wieder die Sache, da sind jetzt zwei Pausen hintereinander. Da könnte man jetzt auch eine halbe Pause für hinschreiben. Die haben wir ja im letzten Video kennengelernt. Habe ich aber wieder, wie gesagt, nicht gemacht. Und wir können jetzt eigentlich loslegen. Gut, es geht um das H diesmal. Dann fangen wir mal an. Wieder vier vor. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier. Drei, vier. Drei. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Gut, war es auch schon mit der zweiten Zeile. Okay, in der dritten Zeile geht es diesmal um das A. Und hier wird es ein bisschen schwieriger. Und zwar haben wir zwischen jeder Note eine Pause, also immer ein Schlag Note, ein Schlag Pause, ein Schlag Note, ein Schlag Pause. Und zum Schluss wieder zwei halbe Noten. Wir probieren es mal. Macht das am besten schön langsam und wir schauen mal, was bei rauskommt. Eins, zwei, drei, vier. Das Schwierige ist vorbei, jetzt wird es noch schwieriger. In der vierten Zeile. Und da haben wir jetzt wieder Viertelpausen, aber die Kombination ist jetzt ein bisschen anders. Probiert euch durchzufriemeln, macht das nicht zu schnell. Und ich spiele es mal vor. Eins, zwei, drei, vier. Das solltet ihr geschafft haben. Gut, weiter geht's mit der fünften Zeile. Und hier wird es ein bisschen schwerer. Es kommen alle Noten dran, die wir bis jetzt hatten. Also das C, das H, das A und das G. Und ja, die Pausen sind wieder so ein bisschen drinne versteckt. Lest genau, macht schön langsam. Und ich spiele es euch jetzt einmal vor. Eins, zwei, drei, vier.
Damit wären alle Übungen abgeschlossen. Übt fleißig und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!